Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete! Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, da lag der Fokus Ihres Regierungshandelns ausschließlich auf der Vermeidung von tatsächlichen oder vermeintlichen Infektionsrisiken. Alles andere war für Sie bisher nachrangig. Jegliche Hinweise auf gefährliche Spätfolgen für Wirtschaft und vor allem für die psychische und physische Gesundheit haben Sie in Ihrer Ignoranz belächelt, kleingeredet und als populistisch bekämpft. Insolvenzen, Folgeerkrankungen oder gar der Tod infolge aus Angst von verschobenen Arztbesuchen oder OPs waren aus Ihrer absurd verengten Sicht vermeintliche Kollateralschäden. Wider besseren Wissens hat diese Regierung Kinder und Jugendliche zum Treiber der Pandemie erklärt. Diese Regierung hat Schulen und Kitas geschlossen. Diese Regierung hat die Gesellschaft gespalten in Systemrelevante und in den Rest der Bevölkerung. Für die Wirtschaft hat diese Regierung zahlreiche Maßnahmen eingeleitet, darunter völlig unsinnige. Unsere Kinder und Jugendliche haben Sie schlichtweg vergessen. Von unaufholbaren Lern- und Entwicklungsdefiziten bis hin zum massiven Anstieg psychischer und ernährungsphysiologischer Anfälligkeiten reicht die Liste der durch Ihrer Ignoranz verursachten Schäden. So wie ein Jahresring nach einem harten Winter einen Baum seit seines Lebens prägt, so wird die heute junge Generation dauerhaft an den durch Sie verschuldeten Defiziten leiden. Machen wir es an zwei Beispielen konkret. Das Ernährungsmedizinische Zentrum Fresenius hat die durchschnittliche Gewichtszunahme während Corona ermittelt. Erwachsene bringen sage und schreibe 5,6 Kilogramm mehr auf die Waage. 9% der Kinder unter 14 haben zwischen März und September 2020 deutlich ebenso an Gewicht zugelegt. Wer bisher jetzt nur den Schultern zuckt oder überhaupt nicht zuhört, weil sie nicht interessiert, dem sei gesagt, dass Adipositas, also Fettzucht, den Verlauf einer Covid-Erkrankung deutlich bestimmt und erschwert. Zweitens, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie muss bereits die Triage angewendet werden. Das habe ich bereits angesprochen. So heißt es, dass suizidgefährdete Kinder genommen werden, einfache schwere Depressionen können nicht behandelt werden. Diese Landesregierung hat einen Teufelskreis in Gang gesetzt. Und wie will diese Landesregierung diesen Teufelskreis wieder auflösen? In ihrer Planlosigkeit und in ihrer Fantasielosigkeit fällt Ihnen mal wieder nur das Stichwort Geld ein. Und hier jetzt ganz originell, was Sie gerade diskutieren, sehr viel Geld. Aber der Reihe nach. Ihr Beteiligungsfonds vom Dezember 2020 war ein wirtschaftspolitischer Fehlschlag. Der Fonds wurde nicht in Anspruch genommen, weil er offensichtlich an den tatsächlichen Problemen der Unternehmen vorbeigeplant war. Ein Milliardenprojekt bereits nach 5 Monaten zu beerdigen, das offenbart wirklich wenig wirtschaftlichen Sachverstand. Dieser Fehler soll jetzt mit einer großen Geste zugunsten der Kinder geheilt werden. 1 Milliarde oder darf es ein bisschen mehr sein, soll für die Schulen für Corona-Folgebewältigung zufließen. Im Dezember 2020 waren die verheerenden Folgen von Lockdown und Homeschooling für unsere Kinder bereits deutlich sichtbar. Warum hat diese Landesregierung nicht bereits vor 5 Monaten ein solches Projekt, ein solches 5-Milliarden-Programm auf den Weg gebracht? Man kann also sagen, entweder hat diese Landesregierung den Kollateralschaden für Kinder und Jugendliche völlig falsch eingeschätzt, oder aber sie hat diesen Schaden an unserer Jugend, an unseren Kindern billigend in Kauf genommen. Aber mit Geld, egal in welchen Dimensionen, lassen sich die körperlichen und geistigen Zwangspausen in der Entwicklung der Kinder und Jugendlichen nicht aufhöhlen. Dennoch muss denjenigen sofort geholfen werden, die am besten wissen, welche Bedürfnisse Kinder und Jugendliche insbesondere aus armen Familien haben.
Es sind zahlreiche Hilfsorganisationen von der Arche angefangen bis hin zum SOS Kinderdorf, die nach der erzwungenen Behinderung ihrer Arbeit jetzt schnell wieder aktiv werden müssen. Das kann durch die Landesregierung sehr schnell und mit kleinstmöglichem bürokratischen Aufwand auf den Weg gebracht werden. Sicher, mit einem finanziell gut ausgestatteten Programm ließen sich viele weitere Corona-Schäden mildern. Das setzt aber eine durchdachte Idee der Mittelverwendung voraus, die ich bei Ihnen nicht sehen kann. Man muss kein Problem sehen, um den jetzt ausbrechenden Aktionismus dieser Landesregierung zu erahnen, wenn kurzfristig 2% des Gesamthaushaltes neu geplant werden sollen. Der Beteiligungsfonds wird die Wirtschaft war eine krasse Fehlkalkulation. Ihrem Verlegenheitsprojekt, Corona-Folgen zu bekämpfen, wird es ebenso ergehen.